Herzlich willkommen aus der Stadt Treuen im Vogtlandkreis in Sachsen. Und das, diese kleine Stadt schauen wir uns heute mal näher an. Wir sind unterwegs in Richtung der Stadtmitte. Und werden dort einen Spaziergang mit der Kamera unternehmen durch die wichtigsten Straßen und auch mit dem Auto mal durch die Stadtmitte fahren. Wir sind hier östlich von Plauen, ca. 20 Kilometer. So, jetzt geht es nach links da vorne. Irgendwo. Das ist die Johann-Sebastian-Bach-Straße erstmal. Ups, da steht Zentrum geradeaus, aber das Navi lotet mich nach links. So ein interessantes Fachwerkhaus mit einem spitzen Turm links. Walter-Rathenau-Straße, rechts das Feuerlöschgerätehaus und das sieht aus wie der Marktplatz hier. Breitscheidstraße. So, es geht jetzt richtig los mit unserer Stadterkundung. Nachdem das Navi uns ein bisschen an eine falsche Stelle gelotst hat, also nicht in die Stadtmitte, sondern irgendwo zu einem Supermarkt, fahren wir jetzt erstmal wirklich in die Stadtmitte hinein von Treuen. Wir sind in der Friedensstraße. Und haben jetzt vor uns das alte Postgebäude. Wir sind auf dem Postplatz. Und man kann vor uns schon das Rathaus sehen, ganz am Ende dieser Straße. Das ist die Albrecht-Dürer-Straße jetzt. Kommen jetzt auf den Marktplatz von Treuen. Vor uns ist jetzt das Rathaus. Alles Einbahnstraßen hier, wie in den meisten dieser Städte. Wir drehen eine Runde über den Marktplatz am Rathaus jetzt vorbei. Rechts die Kirchgasse. So, das ist alles der Marktplatz hier. Mal
rechts in die Mundsstraße. Wir haben vor uns eine Grundschule, die Lessing-Schule. Das ist die Feldstraße hier. Oh, ich weiß nicht, ob man nach rechts darf. Anscheinend ja. Wir sind in der Schillerstraße und kommen auf die Albrecht-Dürer-Straße, die wir schon kennen. Da wenden wir mal. So, die Feldstraße ist eine Einbahnstraße. Wir sind in der Marienstraße. Das ist auch eine Schule hier anscheinend. Oder gehört das alles zusammen? Marienschule von Treuen. Es ist sehr heiß heute draußen, ein heißer Tag. Das Thermometer zeigt 33 Grad an, Außentemperatur. Und jetzt fahren wir zurück in Richtung Marktplatz. Links die Speisegaststätte Vaterland. Und jetzt biegen wir mal nach rechts ab. Das ist die Dr. Wilhelm Kühls Straße. Gaststätte Trebertal. Biergarten. Altmannsgrüner Straße. Nichts mehr, nichts Interessantes. So, der Ort ist zu Ende hier und wir fahren die Altmannsgrüner Straße zurück in Richtung Stadtmitte.
So, man sieht jetzt sehr schön den Kirchturm vor uns. Beziehungsweise jetzt ist ein Baum dazwischen. Links der Kirchturm. Das ist die Gerberstraße hier. So, jetzt wollte ich aber noch zu dem Schloss Treuen kurz rauffahren. Das habe ich jetzt verpasst. Hier nach links wahrscheinlich. Und jetzt ist vor uns das Treuener Schloss, dieses Fachwerkhaus hier. Kann man sogar bis davor fahren. Und hier ist es, das Schloss, mit Schlosskeller. Ansonsten war es das hier. Schreiersgrüner Straße. So, Zeit umzudrehen. Schöner Blick auf den Ort, links das Schloss und der Kirchturm vor uns. So, wir fahren zurück auf die Gerberstraße und hier zurück. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, in die Talstraße reinzuschauen. Wahrscheinlich nicht. Das ist die Talstraße hier, eine Sackgasse. Es geht in Richtung Marktplatz. Was haben wir hier? Noch eine Straße. Felitzstraße. So, aber an der Stelle waren wir schon. Da ist diese Schule wieder.
sind wir schon gefahren. So, jetzt ein Blick in die Kirchgasse. Führt zu der Gerberstraße runter. Ups, ja. Wir biegen ab in die Straße der Jugend. So, was gibt es hier? Halt! Rechts! Das ist die Pfarrstraße. Und hier ist Endstation. Hier darf man nicht weiter. Straße der Jugend, jawohl. Pfarrstraße. Und die Querstraße. Sackgasse hier. Hier gibt es leckeres Eis in der Querstraße. Ein gut besuchter Ort bei dieser Hitze. Wir sind wieder in der Pfarrstraße. Wo geht es denn da links rein zur Kirche? Ob das eine gute Entscheidung war, weiß ich nicht, daher zu fahren. Diese Straße. Egal. Ich bin jetzt bei der Kirche. Und da vorne ist der Marktplatz wieder. Und jetzt sind wir in der Königstraße, die ist auch eine Einbahnstraße. Rechts. Links die Gabelsberger Straße, die führt nirgends hin. Rechts die Apothekengasse. Gibt
jetzt auch nichts. Links die Ost. Jetzt sind wir auf dem Postplatz. Halt. Die Nordstraße kenne ich noch nicht. Wir kreuzen die Humboldtstraße. Das hier ist die, das sehe ich jetzt nicht, wie diese Straße heißt. Da wenden wir mal. Die ganze Nordstraße wieder zurück. Kreuzen die lange Gasse. Kommen zurück auf den Postplatz, wo wir vorhin schon waren. Und fahren wieder durch die Friedensstraße. Vor uns ist der Bismarckplatz. Innere Herlas-Grüner Straße. Boah, das ist eine Einbahnstraße rechts, ja. So, rechts ist die Goethe-Straße mit den schönen roten Ziegelhäusern. Zunächst habe ich gedacht, dass hier schon das Zentrum der Stadt ist, weil ich hier zuerst spaziert bin, aber das hier ist nur ein Teil der Stadt. So, nach links in die Bahnhofstraße. Hier kann man Eis kaufen. Hier wohl der Bahnhof irgendwo. So, das ist die Bahnhofstraße nochmal. Bebelstraße und ein Hotel hier, Hotel Wettin.
umdrehen. So, welche Einbahnstraße nehmen wir? Die August Bebel oder die Bahnhofstraße jetzt? Boah, keine Ahnung. Da vorne ist ein kleines Schloss oder was. Fahren wir trotzdem mal in die Bahnhofstraße. In Richtung Bismarckplatz. So, kann man jetzt noch entlang fahren, geradeaus. Das ist die Walter-Rathenau-Straße, links das Feuerlöschgerätehaus, da sind wir schon dran vorbeigefahren. Engelsstraße. Wow, was für eine Ruine steht hier. Johann Sebastian Bach Straße. Halle war da rechts. Aber aus dieser Richtung bin ich am Anfang auch in die Stadt hineingefahren. Hier geht es in Richtung Plauen. So, das scheint es gewesen zu sein. Tatsächlich, der Ort ist zu Ende und ich verabschiede mich. Tschüss.